Ganz wichtig, es gibt so viele Felder. Was ist mir das Wichtigste in den nächsten Jahren? Also Thema Nummer 1 ist schon, europäische Spielregeln für die Finanzmärkte zu erlassen. Wir haben ja darunter gelitten, dass wir zwar für die Banken, für die Versicherungswirtschaft einen Binnenmarkt hatten, aber nationale Aufsichtsstrukturen, nationale Aufsichtsregeln. Und genau das ist gescheitert und das muss korrigiert werden. Wir stehen aber unmittelbar nach der Europawahl vor den wichtigen Finanzverhandlungen. Wer bezahlt wie viel in die europäischen Kassen und wer bekommt was zurück? Ich glaube, da haben wir als Bundesrepublik Deutschland, als größter Nettozahler, schon ein wichtiges Wort mitzureden. Und dann wir als Bayern, die wir mit an der Spitze der Wirtschaftskraft in Deutschland stehen, ebenso ein gewichtiges Wort mitzureden. Es geht aber auch darum, was bekommen wir für Mittel? Sind die Ausgleichszahlungen für unsere Landwirte gesichert? Sind die Fonds, von denen auch eine Stadt wie Nürnberg besonders profitiert? Ich denke hier an den Fonds für regionale Entwicklung, an den Europäischen Sozialfonds, entsprechend ausgestattet, dass die Programme hier in der Stadt weitergeführt werden können. Und viele, viele andere Bereiche, die hier über den Finanzrahmen beantwortet werden müssen. Darum glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass hier die bayerische Stimme auch auf europäischer Ebene die nächsten 5 Jahre mit dabei ist. Jetzt darf ich ganz herzlich willkommen heißen, CSU-Vorsitzender und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer.